interessantes Spiel wird sicherlich werden, aber ich sehe gute Möglichkeiten für unsere Mannschaft. Ja, beide sind insgesamt als Mannschaft schon stark, haben hervorragenden Rückhalt mit Landin im Tor. Sicherlich ist Mikkel Hansen der dominierende Spieler, aber auch, die anderen sind auch alle sehr gut ausgebildet. Also ich denke, man wird sich nicht nur auf einen Spieler konzentrieren dürfen. In der Hinsicht eine komplette Mannschaft, das haben die Erfolge in den letzten großen Turnieren auch gezeigt. Also alles noch offen. Ich denke, die deutsche Mannschaft hat bisher gut gespielt. Im ersten Spiel aus meiner Sicht sehr gut. Das zweite war durchwachsen. Aber solche Spiele muss man innerhalb eines solchen Turnieres erstmal gewinnen. Und das haben wir gemacht. Und jetzt muss man jede weitere Aufgabe konzentriert angehen. Und wenn natürlich heute ein Sieg klappen würde, eventuell dann als Gruppensieger in die Achtelfinale gehen, das wäre wünschenswert. Und da muss man mal sehen. Ich denke, in diesem Turnier ist sehr viel möglich, weil keine, auch die vermeintlich großen Mannschaften im Augenblick mir sehr stabil erscheinen.